Ein Mikrofon gehören dazu und natürlich eine äußerst hochwertige und glänzende, wie wir sie hier zumindest im Studio haben, Tastatur. Alles in allem teure Investitionen, die sich aber auszahlen können. Denn wer den E-Sport beherrscht, kann sehr viel Geld verdienen, vor allem in Asien. Aber auch hier in Deutschland ist der elektronische Sport längst mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Andreas Garbe berichtet. Sie spielen am Computer um Hunderttausende Euro Preisgeld und vor tausenden Zuschauern im Saal. Über das Internet sind mehrere 10.000 Fans live dabei. Laut Branchenverband Bio spielen bereits 1,5 Millionen Deutsche wettbewerbsmäßig Computerspiele, kurz E-Sport, in 40.000 Gruppen und Vereinen, sogenannten Clans. Auf die Veranstaltungen der Electronic Sports League, der ESL, schaffen es aber nur die Besten. Asmijan Beberoglu, Spielername Asmo, ist einer von Deutschlands besten Counter-Strike-Source-Spielern und beschreibt, wie er sich beim Match fühlt. Ich bin alleine gegen zwei Gegner. Und das ist ja eine Unterzahlsituation. Und da pumpt das ganze Adrenalin durch den Körper. Mein Herz rast. Das ist ein super Gefühl an sich. Das kennen wahrscheinlich alle Sportler, die irgendeinerweise diese Aufregung, diesen Adrenalinstoß kriegen. Und auch so ein Gefühl, wie auf der Bühne zu spielen. Das ist nochmal wieder eine ganze Klasse mehr. E-Sport kennt grob drei Richtungen. Kampfbetonte Spiele, Strategie und Sportsimulationen mit dem Autorennspiel Trackmania und dem Fußballspiel FIFA als aktuelle Favoriten. E-Sport-Königsdisziplin ist aber weiterhin das Actionspiel Counter-Strike. Darin jagen Polizisten Terroristen. Zwei Teams aus je 5 Spielern treten gegeneinander an. Die Terroristen müssen eine Bombe an bestimmte Orte legen und so lange verteidigen, bis der Zeitzünder abgelaufen ist. Die Polizisten müssen die Bombe entschärfen. Die Runde gewinnt, wer sein Missionsziel erreicht oder das andere Team ausschaltet. Ein Match besteht aus 30 solcher Runden und dauert etwa eine Stunde. Auf den ersten Blick sehen E-Sports-Clans aus wie reguläre Sportvereine. Und auch organisatorisch sind sie ähnlich aufgestellt. Wir bei Infaculty haben uns halt auch die Fußballvereine als Vorbild genommen oder als strukturelle Vorbilder genommen. Das heißt, wir sind auch wie eigentlich 99% der Fußballvereine in der Bundesliga auch zweigleisig geteilt. Das heißt, es gibt eine Kapitalgesellschaft, also eine GmbH, in der unsere Profispieler halt angestellt sind. Und dann gibt es halt den e.V. für den Breitensport, wo halt dann alle Leute auch, egal was sie spielen wollen, halt mitmachen können. Profis trainieren täglich. Vor einem Event wie der ESL Pro Series gehen die Topspieler für ein Wochenende ins Trainingslager. Offline heißt das im Fachjargon, denn ansonsten spielen die Sportler über das Internet. Und wenn man sich schon mal offline trifft, steht auch körperlicher Ausgleich auf dem Programm. Das Team Alternate hat sogar eigene Hallenfußballplätze. Die Mitglieder müssen das Computerspiel beherrschen. Auf die körperliche Fitness und die richtige Einstellung kommt es aber genauso an. Wir möchten natürlich immer, dass die Spieler fokussiert sind, dass sie so den Pegel der Nervosität so ein bisschen drosseln. Und so versuchen wir ein bisschen durch Gespräche mit den Spielern zu schauen, wo liegt denn so ein bisschen dieser Knackpunkt des Spielers, wo sagt er so, ha, da bin ich jetzt irgendwie unsicher oder ich fühle mich auf dieser Karte irgendwie unsicher, wenn ich diese Position spielen muss. Und so spricht man dann im Team darüber, um eben solche Fehlerquellen dann auszuschalten. Ebenso wichtig ist die Hardware. Was für einen Fußballer die Schuhe und der Ball, sind Tastatur und Maus für E-Sportler. Weil ja, also die Spieler wollen dann schon das Neueste und Beste auf dem Markt dann haben. Meistens wollen es auch dann unbedingt ausprobieren. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall spielentscheidend. Also zum Beispiel mit einer Maus zu spielen, die einen Sensor hat, die bei schnellen Bewegungen hängt, ist natürlich dann sehr unvorteilhaft, wenn es in einer entscheidenden Situation passiert. Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall spielentscheidend ist. In 23 Nationen weltweit ist E-Sport bereits als Sport anerkannt. In Deutschland ist das nicht der Fall. Der Deutsche Olympische Sportbund verlangt nämlich, dass die eigenmotorische Aktivität bei einer Sportart bestimmend sein muss. Unter der Geltung der jetzigen Satzungsregelungen sehe ich keine Perspektive für den E-Sport-Verband, so er denn auch gemeinnützig wäre. Das ist nämlich ein weiterer Grund, der bisher der Aufnahme entgegensteht, Mitglied des DOSB zu werden. Selbst für Topspieler wie Asmo bleibt E-Sport auch mehr Hobby als Beruf. Leben kann in Deutschland noch niemand davon. Aber auch wenn Asmo durch sein Hobby nicht reich wird, glücklich ist er allemal. Also durch den E-Sports habe ich sehr viele Freunde dazu gewonnen. Einer meiner besten Freunde habe ich durch das Spielen sozusagen kennengelernt.
der selbst wohnt in Stuttgart, also in einen normalen Kontakt hätte niemals zustande kommen können, da ich ja in Köln wohne. Aber durch das E-Sports haben wir uns sozusagen getroffen, haben wir uns mal auf dem Server geschossen. Aus einfach nur Spielen wurde irgendwann eine Freundschaft. Jetzt spielen die beiden im selben Team, auch vor großem Publikum. Und das verbindet, genau wie Fußball, Handball oder Tischtennis. Tja, aber, Computerspielen wirklich ein Sport wie jeder andere? Ich bin da ein bisschen skeptisch, darf gar nicht an das Thema Sucht und Abhängigkeit denken, vor allem bei Jugendlichen. Aber wenn Sie sich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal E-Sport-Wettbewerbe live anschauen wollen, kommenden Samstagabend, 22.30 Uhr, ZDF Kultur. Da gibt es den Saisonauftakt der ESL Pro Series. Und dann schauen wir jetzt mal, womit uns diesmal Stefan Bier entzückt im Sport aus aller Welt.